Herzlich willkommen zurück zu Scars. Dieses Mal haben wir vor, den Diamond Cup zu machen, nachdem wir den Crystal Cup gewonnen haben und auch den Carbon Cup, als auch die beiden Challenges zu Scorpion und Cobra. Ja, dann hatte ich ja letztes Mal erwähnt, dass ich vielleicht mit Cobra fahren werde. Allerdings, ich glaube, ihr wollt etwas mehr Spannung sehen. Und ja, ich sag mal so, Shark ist jetzt auch nicht so der Schlechteste. Außer, dass man sich halt extrem konzentrieren muss. Aber ich werde trotzdem den lieben kleinen Shark nehmen. Hahaha. Go! Es fängt an mit der neuen Strecke Mountain. Round 1, Mountain. Uploading. Generate World, Generate Textures. Ja, hier stehen wir auch schon am Fuße des Berges. Direkt nach der Talabfahrt. Bereit, dieses Rennen zu beginnen. Motoren wurden gestartet. 3, 2, 1. Naja, okay. 1 ist falsch. Wir gucken jetzt echt schon los. 2, 1, 0. So, ich will gleich mal erwähnen, hier drin ist der Boss jetzt ab sofort schon ein Stückchen stärker als in den letzten Cups. Sprich, wir haben hier schon einen deutlich höheren Schwierigkeitsgrad. Ja, komm. Behaltet euren Müll, ich will ihn nicht. Wow, bin ich schnell unterwegs. Hoppala. Zu spät gesprungen. Zu schnell kann's gehen. Alter, was ist denn hier los? Geht man doch alle aus dem Weg. Ich habe alles getroffen, nur nicht den Twister, der hier rumlag. Na komm. Tschüssikowski, man sieht sich in der Ziellinie. Ja, ich sag ja, das ist bisschen flotter unterwegs, ein bisschen 200 jetzt. Und, jo, wieder übersprungen. Ich muss auf jeden Fall die hinter mir ein bisschen auf Distanz halten, sonst habe ich hier mit Shark kleine Probleme. Natürlich, genau vor dem Sprungteil hier. Ne, ich konnte nicht springen. Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich bin Fünfter. Ernsthaft? Lasst mich durch! Selbst der Boss ist nur vor mir, ne? Vorne führt Mantis. Das wird sich aber ändern. Ja, der Boss hat das was gestoppt. Was ist denn da los? Aber erst Runde 2. Solange wir hier nicht großen Rückstand kriegen, ist alles okay, solange wir dranbleiben. Lasst ihr mir auch mal was von den Items übrig, wollte ich gerade sagen. Dann kriege ich wieder einen Schuss in die Seite geballert. Ja, ich sage, die sind jetzt etwas was soll ich sagen? Sie wehren sich etwas mehr als bisher in den letzten Cups. Mittlerweile ist es schon ein bisschen schwieriger geworden. Tschüssi. Gut durch die Kurve. So, diesmal auch das Überspringen wieder geklappt. Autsch. Gut. Wir sind schon wieder nur Zweiter, weil die Mantis schon wieder kommt. Ich glaub's doch gar nicht. So, aber es ist erst Runde 3, das heißt, wir haben noch mal eine. Oh, wieder den Berg hier hoch. Man merkt es hier, wenn man die leichteren Fahrzeuge fährt, die nicht so viel Robustheit haben, dass man hier ein bisschen schneller, glaub, hochkommt. Das habe ich mal so gemerkt. Mit Cheetah kommt man da richtig schnell hoch. Weil das ist ja eigentlich eine Klasse für sich, dieses Fahrzeug. Das ist so genial. Vor allem gegen den haben wir am Ende im letzten Cup zu kämpfen, wenn wir nicht selber Cheetah nehmen. Das ist so übel. Final Lap bereits. Yo. Aktuell sieht es ja gut für uns aus. Wir halten die hinter uns auch gerade gut auf Distanz. Das habe ich eigentlich auch vor. Bumm. Und schon sind sie wieder bei uns, ne? Boah, ist beinahe reingefahren. Ah ja, Mantis kann rückführen. Das ist für mich eigentlich das kleinere Übel. Aber ich würde es gern hinter mir haben, bevor ich auf den Berg hier hochfahre, weil er hält schon ein bisschen auf. So. Oh. Kurz konzentrieren in den Kurven. Es ist nicht mehr so einfach, einfach nebenher rumlabern. Nee, das ist in dem Cup nicht mehr der Fall. Kommt der Löwe her?
Behaltet euren Müll bei euch, bitte. Behaltet ihn bei euch. So, geht doch. Wenn jetzt nichts mehr Schlimmes passiert, haben wir den Sieg. Jo, Hammer. Passt. Oh. So, 21.225 Punkte. Das ist schon mal ziemlich genial. Oh, Cobra wurde nur Zweiter. Und Mantis hat Best Lap. Nee, nicht euer Ernst, oder? Jo, aber immerhin haben wir den Bonuspunkt gekriegt. Continue. So, Rally ist Runde 2. Und da will ich gerade mal zwischendrin rein sagen, wenn ihr irgendwann später Custom... Wir machen ja später Custom Cups. Also diese letzten Dinger da unten. Und selber die Cups zusammenstellen könnt. Da könnt ihr vielleicht selber mal, wenn ihr schon... vielleicht Interesse habt, was ihr mir aufbrummen wollt, mal so ein Cup so von 5, 6 Strecken oder vielleicht auch 8, wenn ihr wollt, zu machen und mit welchem Fahrzeug ihr das gern sehen wollt. Alles aus dem Spiegelmodus, bitte, den stelle ich mir extra um. So. Dann sagen wir mal Runde 2 und schauen, dass wir in Rallye reisen können. Das ist eigentlich nicht so eine schwere Strecke. Wir sollten ja eigentlich problemlos gewinnen können. Vor allem, wenn wir den besten Start hier hinlegen. Wow, das war nice. Und die Cobra schon wieder in erster Platz, ne? Bleib du mal da hinten. Ich brauche hier keiner. Wir werden auf jeden Fall auch mal den einen oder anderen Cup komplett ohne Ballern machen, weil ich da einfach so schön viel, wie heißt's, Punkte holen will. Da kann man nicht ja noch überrunden. Das sind dann also 8 Runden rennen, aber ich weiß nicht, wie ich das mache. Einfach so als Bonus vielleicht mal. So. So Folge 100 oder so. Oh oh. Zenith Cup in, yo, das wär's. Boah, viel zu weit rausgerutscht. Das war jetzt nicht ideal. Aber solange wir den Rest auch hinter uns halten können, ist ja noch alles okay. Ihr behaltet euren Müll bitte. Den will ich eigentlich nicht gerne haben. So. Wo habt ihr das eigentlich hingepflanzt? Natürlich. Au, 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 au. Was meint das? Jo. So, und der Zenith Cup wird, glaube ich, nochmal 20 km/h schneller, wenn ich mich richtig erinnere. Das war schlecht platziert. Aber irgendwer ist trotzdem reingefahren. Alter, wo der Boss gerade rumgammelt. Aber wartet, wartet's ab, in 10 Sekunden ist er wieder hinter uns. Wobei dieser Cup hier eigentlich noch problemlos mit meinem Lieblingsfahrzeug hier zu fahren geht. So. Ich finde immer noch, dass Shark einfach am besten aussieht hier im Spiel. Und deshalb mag ich den eigentlich mitunter am liebsten. Und natürlich auch aus dem Grund, weil es einfach ein bisschen mehr Herausforderung ist, damit zu fahren. Aber ich mag auch einige andere gern. Das sind eigentlich alle cool, die Fahrzeuge. So, Boss, geh mal zur Seite, jetzt komm ich. So, und so schnell kann es gehen. Schön, sind sie wieder hinter uns. Boom. Ja, hier drin sieht man auch schon, hier drin kostet einen schon dieser Seeker oder Stinger, was ich glaube ist, ja, schon deutlich mehr Zeit, wenn er einen trifft, weil einfach alles schneller unterwegs ist. Es kostet einfach jeder Fehler jetzt Unmengen an Zeit. Selbst das kleine Rammen in die Wand. Fuck. Zum Beispiel, das hat auch viel Zeit gekostet. Kriegen wir ihn noch? Jawohl, wir kriegen ihn. Wir kriegen ihn. Und er hat sogar noch einen Platz verloren. Super. So geht das. Kurz vor Ende doch noch den Sieg geholt. Wow, nur noch Fünfter, weil er reingefahren ist. Mammut kriegt den extra Punkt. Wir kriegen natürlich die Waffe wieder. Schauen wir uns den Gesamtstand an. Wir führen schon mit 9 Punkten und der Boss ist mit nach ganzen 16 Punkten bereits deutlich hinter uns. Also ich glaube nicht, dass der so schnell wieder an uns rankommen wird. Als nächstes kommt meine Lieblingsstrecke im Spiel, die auch zu meinem Shark sehr gut passt. Also, mal schauen, wie die Strecke ist.